IO-Link ist in aller Munde. Aber was ist es eigentlich? IO-Link ist eine Kommunikationstechnologie, die Sensoren und Aktoren an ein Automatisierungssystem anbindet. Wie ein 4 bis 20 mA-Signal ist auch IO-Link eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. IO-Link ist einfach zu installieren und einzurichten und nutzt zur Datenübertragung günstige, ungeschirmte Standardkabel. So können mit IO-Link nicht nur Messwerte kommuniziert werden, sondern auch weitere Sensordaten erfasst und weitergeleitet werden. Um Kompatibilität zu gewährleisten, benutzen alle IO-Link-Produkte einen identischen Anschluss und ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll. Die Anbindung von einfachen, binär schaltenden Geräten ist möglich. Die Schnittstelle zwischen dem IO-Link-Gerät und der Steuerung stellt der IO-Link-Master über einen Feldbus oder über Ethernet her. Jedes Gerät ist durch eine eigene IODD eindeutig identifizierbar. Die IODD beschreibt das Gerät und seine Funktionen im Detail. Über das IO-Link-Tool des Masters können diese Details aus dem Gerät ausgelesen bzw. im Gerät geändert werden. Grundsätzlich können IO-Link-Geräte sowohl im klassischen Schaltermodus als auch im IO-Link-Modus betrieben werden. Im IO-Link-Modus stellt das Gerät die Messwerte in einem wählbaren Zeitintervall zur Verfügung. Weitere Informationen zu IO-Link finden Sie auf der Website iolink.com.